Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft World. Ja, wir zocken ein bisschen weiter. Und zwar bei uns hier, wo auch immer. Ja, wir haben ja schon hier dieses tolle Zeug hier und die Factory Blocks. Die würde ich jetzt natürlich auch gerne umwandeln in diesen Block hier. Aber zuvor wollte ich natürlich das hier zu einem 3x3 Tunnel machen. Dann machen wir hier, wenn ihr wisst, was ich meine, so einen Gang. Und links und rechts sind dann die vier Maschinen, verschiedenen Räume oder auch das Netherportal und so weiter und so fort. So. Es wird erstmal ein bisschen dauern, das auszuheben. Aber hier ist ja schon unser Raum. Das heißt, hier haben wir schon mal ein bisschen vorgedings. Hier war, glaube ich, Sand drin. Ja, da war Sand drin. Da kann zum Beispiel mal der erste Raum hin. Zum Beispiel ganz kleiner, zum Beispiel ein Netherportal oder so. Und das werden wir uns auch kümmern. Und zwar in absehbarer Zeit. Ich weiß noch nicht genau wann, aber das wird gar nicht mal so lange hin sein. So, ich mache mal. Das ist auch das nächste Problem. Wir müssen neue Erze anschaffen. Und jetzt könnt ihr nicht nutzen. Eisen will ich nicht dafür verschwenden. Ja, wir müssen noch das hier, ne? Stöcke haben wir nicht. Also das mit den Chisel tun. Zack. Stöcke. Und so. Fangen wir schon mal wenigstens ein bisschen damit an. Das kann ich jetzt alles wieder zurückwandeln, denn das brauche ich alles nicht mehr. Und ich glaube, hier ist auch unser großes Problem, denn ich glaube, hier ist Wasser. Ja, da ist Wasser. Das heißt, wir müssten hier runtergehen. Würde ich so machen, dass hier die erste Etage ist. Da auch, dass da irgendwie Verzauberung oder irgendwelche Verkabelungsräume sind und dass es hier dann nochmal eine Stufe runter geht. Und mit drei Blöcken. Dort ist zum Beispiel schon unser Raum. Sehr praktisch. So, heben wir das hier schon mal aus. Dann können wir schon mal von einer Art Gang reden. Vorher nicht. Ja. Das wird ziemlich lange dauern. Genau das will ich ja natürlich auch beheben. Nur natürlich diesen Raum hier kann, muss man aber auch so machen, sonst geht einfach nicht. Dann machen wir hier nächste Sulfure. Und was neu dazu kommt, ist, hier wird dann der Gang nach innen sein. So wie hier. Guck mal die Fackel drüber. Und dann werden wir hier was anderes reinmachen. Nämlich diese hier. Die sehen ziemlich nice aus. Kann man. Nein, nicht da. Sondern, ich würde mal sagen, hier. Nee, das sieht scheiße aus. Das hier machen. Da, wo die Treppe runter geht. Diese Blöcke hier zu nutzen. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht genau, welchen Mod das ist, aber es gibt solche Holz, hier Holzpaletten. Weiß nicht genau, wie die heißen. Aber da kann man Blöcke reintun. Die sind ziemlich nice. Wie heißen das? Boah, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Die müssen mal irgendwo sein. Denn die sind super praktisch. Kann man nämlich so schrägen machen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, nein, die sind sie nicht. Nee. Tut mir leid, dann sind sie hier leider nicht. Und vielleicht, wenn ich hier Kasten angebe. Nein, leider nicht. Na gut. Machen wir das halt später, wenn ich weiß, wie die heißen. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie auch hier drin sind irgendwo. Boah, jetzt müssen sie doch sein. Ich fange jetzt bis jetzt an.
werde ihn noch finden. Mann. Reaktor, ja, boah, leider nicht Reaktor. Tut mir leid. Ich muss leider draußen bleiben. Es bleiben nicht mehr Hunde draußen, sondern Reaktoren. Oh, wo sind die? Ich habe jetzt 96 Seiten hier. Das werde ich niemals finden. Aber ich bin mir sicher, dass sie hier drin sind. Ziemlich so, ja. Da sind sie doch. Rampe des Zimmermanns. Wie gehen die denn? Das ist alles easy. Das ist ja super. Dann machen wir uns nochmal neue Stöcke. Jetzt die so, so und so. Hey, wie ging? Hey, die gingen doch so. Kann man die nicht craften? Doch, die kann man auch craften. Blöcke des Zimmermanns. Nee, die hier. Bitte. Ach, hier. Das zweimal. Nein, ich habe immer vergessen, Shift zu drücken. Hä? Ich muss mich gerade verarschen. Na egal. Machen wir das einfach einmal so. Ich habe keine Stöcke mehr, wenn ich euch gerade verarschen. Nee, Mann, ey, jetzt läuft uns die Zeit nur wegen so einem Scheiß rum. Ja. Und so. Jetzt haben wir das so. Und müssen wieder neue Stöcke machen. Oh, ist das ätzend. So, haben wir schon mal 6 Stück davon. Die sind super gut. Wenn wir mal Holz haben, ist es kein Problem mehr für uns. Denn die setzen wir jetzt so da dran. Ich weiß, mehrere YouTuber haben das auch gemacht. Und da können wir jetzt so sagen und so. Sieht es auch total nice aus. Kommt da noch was rein und dann ist es soweit. Da sind noch ein paar. So, dann kommt das da rein. Und dann hier und hier. Kommt das da raus. Und hier ist dann der Raum. So, das sieht auch ziemlich nice aus. Ach, das muss da hin. Sieht ziemlich cool aus, finde ich. Wenn man das so sieht. Ja, das passt. Nur das sieht man ja halt nicht, weil da Wand ist. So. Genau wie hier. So, dann haben wir schon mal so ein Ding und dann machen wir wieder die Wände. Machen die wieder rum. Hier. So. Zack, 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 zack. Hier. Ja. So. Muss gleich auf der anderen Seite. Muss gleich nochmal neue Sachen craften. Nur ich habe leider kein Eisen mehr. Das ist das nächste. Wir müssen wieder auf Höhlentour. Ganz wichtig. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt. So, verhaue ich die letzten Blöcke. Ich glaube, das waren die hier. Für den Boden. Oder ich mache so in Reihe. Also so hier so. Hier ist das. Und hier in den Seiten ist was anderes. Zum Beispiel der Standardblock. Sieht nice aus. Nee, das sieht mir nicht cool aus, weil die Wände schon braun sind. Nur was anderes nehmen. Nehmen wir die hier. Nein, nicht die, sondern die. Das passt schon, ja. Gut, dann nehmen wir das hier so. Die hier stelle ich mal ganz gut. Nee, die kann ich auch dahin tun. In die Monster. Ich pick mich auf. Obwohl ich es gerade tut. Weg. Weg. Spinne du auch. Du bist scheiße. Verpiss dich, so.
mal schnell einen Baum hacken, damit wir ein bisschen Holz haben für die Höhlentour und dann gehen wir wieder los. Denn wir haben nichts mehr. Und dann sollte schon gut sein, ein paar Materialien zu haben. Also das ist schon das Mindeste. Ach, sonst sieht man das da oben nicht. Na gut. So. Ab nach oben. Ist da irgendwo Kohle drin? Nein. Brauchen wir auch nicht. Nehmen die Spitzhacke mit. Wir machen die zusammen. Nehmen das Eisen mit. Die Erde kann da rein. Das Stack brauche ich nicht. Die Silfe brauche ich auch nicht. Das kommt natürlich mit. So wie das hier. Die Feen kommen raus. Das hier. Äpfel, ganz wichtig. Die Stücke auch. Die Spitzhacke nehme ich auch nochmal mit zur Not. Und dann jetzt ab geht's. Ich glaube da unten, nee, da unten ist keine Höhle. Und wo war denn nochmal eine Höhle? Da unten, ne? Ja, da hatten wir ja uns eine Höhle gegraben. Da hinten war das. So, ab geht's noch. Ach, nicht nach Haus, sondern nach unten. Ich muss das alles noch überarbeiten, also ist noch alles. Steht noch nichts fest. So. Erdcharts von Downcraft. Hier, die hier, ganz wichtig. Ich das Eisen gar nicht direkt mitnehmen sollen. Choking, ach ja, schon Smoking. Fein Shard Quartz. Geladener Crystal. Okay. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Was kann man damit machen? Quarzmühlstein. Ach, ich glaube, ich kenne den. Und Zichtzelle. Energiezelle. Geladener Stab. Meteoritenkompass. Ihre Schablone und Drahtlosverstärker. Informationskern und geladene Grafik. Also damit kann man schon locker alles machen. So, ich nehme jetzt erstmal alle Erze mit, die ich finden kann. Vielleicht brauchen wir die später. Vor allem hier Kupfer und Tin. Brauchen wir später unglaublich viel, denn ich werde jetzt nicht wirklich mich die ganze Zeit an meinen Dings an meinem Labor, also meinem Maschinenraum festhalten, denn ich möchte auch noch was Technisches machen, denn dazu ist dieses Modpack halt da und nicht, um ein Haus zu bauen. Aber das sieht halt so schön aus, aber ich werde halt nicht perfekt, also direkt alles machen, sondern halt so ein bisschen die Standardsachen. Und die Pulverizer und so weiter. Was man heutzutage alles braucht. So. Das ist schon mal geschafft. Jetzt geht's noch hier lang. Ist hier schon. Ja, hier war ich noch nicht. Hier ist noch kein Kohle, habe ich verwechselt. Blöcke wäre geil. Wäre geil. Wäre gut. Gut. Sind durch. Nein. Ich habe nicht davon geredet. So. 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 Und. Oh Gott. So. Nicht in die Lava fließen, denn hier ist kein Wasser mehr. Vor allem Lava fließt man auch. Sie fließt selbst, aber man fließt nicht in Lava. Nein. Da hat gerade geleckt. So. Schön das Eisen mitnehmen, dann ist es, das ist nämlich auch ganz wichtig. Stromquelle, ganz klar, wir müssen Diamanten finden. Für eine Diamantspitzhacke. Um dann in den Nether zu kommen zu können und damit dann auch, wo ich sehe, auch Schluchten. Das ist ja cool. Die grabe ich mich mal nach da hinten. Um dann auch unendliche Energie zu haben, denn ich würde gerne einen Lava-Generator bauen. Und der ist nicht gerade einfach zu machen. Brauchst eine Pumpe, die wir schon kennen. Also, das sieht das geil aus. Aber du musst es auch transportieren aus dem Meter hier nach Hause. Und das ist nicht gerade leicht. Ich glaube, ich bin noch da. So. Oh, neues Herz. Perfekt. Nochmal neues Herz.
Oliven kann man auch so Spitzhacken von machen. Aber das ist, macht gerade nichts zur Sache. So. Ich weiß, ihr seht im Moment nichts. Da kann ich aber auch schlecht was gegen machen, denn ich habe keine Kohle. Ich habe sie extra nicht mitgenommen, weil falls wir gestorben wären, hätten wir nichts mehr. Und Holzkohle könnte ich jetzt auch schlecht machen, also müsst ihr jetzt abwarten. So. Hier nochmal. Und dann graben wir es hier weiter durch. Jetzt sind wir Richtung dieser Schlucht da, ne? Aber hier sind ja riesige Erzadern. Ist ja perfekt. Riesige Erzadern. Ist ja super, dann können wir sehr schneller hier wieder raus. Desto mehr, desto schneller. Und desto mehr Zeit haben wir, um Sachen zu bauen. Ich weiß, es ist im Moment nicht so spannend, aber der spannende Teil kommt natürlich noch. Wir müssen uns erstmal das erarbeiten, den spannenden Teil, sonst ist es ja nicht wirklich schön, wenn man sich alles ercheatet. Und das ist ja auch kein Sinn von einem Let's Play. So. Hinten ist gerade noch ein Lavasee, da baue ich mich aber nicht hin. Ich baue mich jetzt nach rechts. Aber da ist schon Kohle. Perfekt. Könnte ich nochmal mehr Fackeln machen. Also eine super Kohleader. Ach ja. Das ist schon schön, diese Mod, dass man jetzt mehrere Sachen rausbekommt. Feiere ich wirklich. Vor allem zum schnelleren Farmen und die ist auch nicht so häufig. Also es ist schon was Besonderes, wenn man auf die tritt. Man hat jetzt gerade mal 3 Stück in einer Ader. Und ich habe jetzt schon 27 Kohle, also es ist schon was Besonderes. Ungefähr 20 Kohleblöcke. Jetzt meine Spitze kaputt. Baue ich erstmal mit der hier, bis die kaputt ist. Wird sie aber auch nicht sehen. Ach nee, das ist mir zu blöd. Werkbank, come to me. So, und Oliven, zack. So. Werkbank abbauen und weiter geht's. Da geht's alles viel schneller. Das hier auch noch. Und das hier natürlich. Oben nichts vergessen. Schöne Level bekommen. Auch immer ganz nice. Verzaubern werden wir natürlich auch, aber erstmal noch nicht. So, können wir uns direkt hier weitergraben. Sind wir auch schon fast da. Immer Schatz. Und nochmal viel Aluminium. So, Fackeln mache ich jetzt gleich auch. Keine Sorge. Oder ich kann auch Kerzen machen. So. Zack. Und zack. So, mal 4. Ja. So. Ab Richtung Schlucht. Ich glaube, wir werden in Lava rauskommen. Das war nicht so schlimm. Denn wir können uns ja retten. Lava fließt ja nicht auf der Oberwelt nicht so schnell als im Nether. Ich glaube, hier ist schon Light. Gibt's schon hier, oder? Ja, da. Ja, da ist schon Light. Wir sind gerade. Die Helligkeit ist gerade bei uns auf 9, 8, 7, 6. Es wird immer dunkler. Für den Desinfekt, das werden die kaputt gehen, richtig cool. So, 34 Shards haben wir schon mal genug. Also Werkzeuge sind schon mal gesichert. So, da ist doch die gute Schlucht. Obsidian, perfekt. Haben wir hier Diamanten? Wäre perfekt jetzt. Nee. Alles nur Silber und Zinn. So, langsam runter. Luftshards. Naja, können wir mal mitnehmen. Eisen, klar. Sage ich nicht nein. Gibt es hier nie wirklich keine Diamanten? Das ist ja eine richtig scheiß Luft. Deolorium und Uran. Überall nur Schatz. Weil ich meine, wir sind auch gerade immer auf Höhe 33. Also dürft uns nicht beschweren. Bienenkorb hier in der Höhle läuft. Kohle. Okay, Leute, dann baue ich noch diese einen Kohleader hier ab.
Und dann werden wir in nächster Folge nach unten gehen. Denn dies ist nämlich schon vorbei. Ich setze mal hier eine Fackel hin. Und baue noch flüssige Kohle ab. Okay, Leute, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt doch auf den Daumen hoch unter dem Video. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann nicht. Und wenn es euch so, also wenn ihr keine Worte dafür habt, dass es so unberechenbar ist, nein, Spaß. Wenn ihr euch nicht sicher seid, müsst ihr nicht bewerten, aber bitte, es wäre schon schön für Feedback von mir, was ich besser machen könnte. Schreibt in die Kommentare, was ich besser machen kann. Nochmal dazu. Und ich suche verzweifelt noch Dias ab, aber hier sind wirklich keine mehr. Weil was ich tue. So, aber hier ist so viel. Mann, das war super. Ich spring noch mal ganz kurz darunter. Aber nee, sieht falsch aus. Also bin doch runtergesprungen. Aber trotzdem. Das war's mit der Folge, Leute. Ich baue mich schnell ein. Kann uns nichts passieren. So. Zack, zack. So, das war's mit der Folge, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.